Canaris wird es uns nicht sagen. Aber vielleicht diese junge Dame hier. Wir brauchen uns doch beide nichts vorzumachen, Heinrich. Ich bin gewiss auch kein Engel. Meine Arbeit verlangt manchmal von mir, dass ich stehlen lasse, erpressen lasse. Ich besteche Leute, ich spekuliere auf menschliche Schwächen, was sie wollen. Morgen Mittag gehst du mit dem Essen. Bloß damit ich ihn für 2 Stunden vom Hals habe. Er darf sich in diesen 2 Stunden nicht vom Fleck rühren, verstehst du? Was meinen Sie, was Sie erwartet? Ich schätze 10 Jahre Zuchthaus. Aber, Herr Admiral, Sie haben nicht kalkuliert, was man mit Zahlen nicht erfassen kann. Den schwachen Verteidigungswillen der Franzosen und die Stoßkraft einer Nation, die von einer Idee erfüllt ist. Und die keine Macht der Welt aufhalten kann. Und das ist doch Geschwätz. Holl. Begreifen Sie denn nicht? Auf solche Gelegenheit hat Heinrich doch nur gewartet. Mich interessieren keine Nebensächlichkeiten. Wir haben uns nicht richtig verstanden. Ich will wissen, was Canaris macht. Seine Gespräche, seine Besucher, was er denkt. Verstehen Sie? Ich kann nicht. Es wäre gefährlich für Sie. Ich soll verhaftet werden. Hören Sie, Beckmann, erinnern Sie sich an unseren Freund Habeck? Jawohl. Hat doch eine Tochter, oder nicht? Ja. Was ist das für ein Mädchen? Dumm, klug, hübsch, hässlich? Nee, hübsch. Ich glaube sogar sehr hübsch. Angst brauchen Sie doch jetzt keine mehr zu haben. Nein. Und so schlimm ist das, was Sie zu tun haben, auch nicht. Besetzung der Reichskanzlei und Verhaftung Hitlers durch eine Gruppe ausgesuchter Offiziere. Glauben Sie nicht? Das kommt. Ehe die sich dreimal umkicken, haben die mitten in London einen Adolf-Hitler-Platz. Aber dass Deutschland jetzt wieder oben ist, verdankt es einem einzigen Mann. Und wenn man gegen den etwas unternimmt, dann ist das Hochverrat. Man möchte ja schließlich wissen, für was man 10 Jahre Zuchthaus riskiert hat. Sie werden zugeben, dass wir uns darüber noch etwas näher unterhalten müssen. Der oberste Befehlshaber einem Kriege befindlich macht, weigert sich, seinen Abwehrchef zu empfangen. Und warum? Weil meine Informationen ihm nicht in seine Welt der Selbsttäuschung passen.